Mahlzeit, Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. Wir spielen die Journey weiter. Und zwar ist das, glaube ich, mit Danny Williams. In der letzten Folge sind wir da stehen geblieben. Ich meine, mich erinnern zu können. Ich hoffe, dass das mit meiner Aufnahmequalität hier von der Lautstärke einigermaßen passabel ist. Ich habe mich heute mal ein bisschen zurückgelehnt. Wir haben quasi Feiertag. So, Danny Williams. Wir spielen weiter und zwar in dieser Partie gegen Leicester City. Ja, genau. Stimmt, ich kann mich wieder erinnern. Und wir spielen mit dem ganzen Team. Mit Danny Williams können wir noch nicht mit irgendwelchen Mentoren spielen oder so. So, ich sehe gerade, wir haben hier Aufgaben und eine haben wir schon erfüllt. Holt in den ersten drei Premier League Spielen mindestens 6 Punkte. Erziele in den UEFA Champions League Gruppenspielen gegen PSG ein Tor und absolviere jedes Training. Ja, absolviere jedes Training. Das haben wir ja mittlerweile schon gemacht, glaube ich. Also bisher. Simuliert habe ich hier noch nichts. Wolf Fuß begrüßt Sie heute aus dem Old Trafford in So, Manchester. in Manchester. Wir Die spielen aber heutige gegen Leicester Begegnung City. Das heißt, Manchester United gegen gegen PSG. Leicester City. Und Das die Spiel wird noch Einblendung zeigt kommen, uns, wahrscheinlich wie nach Manchester einem United kurzen heute spielt. Trainingstag hier an Zwar dieser nur ein Stelle. Stürmer, aber Vielleicht defensiv spielen Sie trotzdem kann gut, ich das oder? Video ja Richtig. so schneiden, In dass wir das Training 4-4-1 haben Sie zwar rauslassen. nominell Und dann nur direkt diese zum eine nächsten Spitze, Spiel aber switchen. was sind das für Offensivqualitäten, die Ich da finde das mit eigentlich dem immer ganz gut, wenn Mittelfeld man zwei kommen. Also das werden wir Spiele heute garantiert wieder sehen. schauen Da haben wir kann die Einblendung. So in einem will Video. Leicester. Steil gespielt, Könnte gute das Idee. natürlich auch Jamie Vardy. echt immer strecken. Oder ich könnte Vardy, es so wichtig. machen, dass Den Ball hat ich er sicher. einfach nur so Cuts reinsetze, aber das ist mir irgendwie zu wenig Aufwand. Deswegen an Was dieser Stelle erwartest dann du auch heute von Danny Williams? Der Doppelpack im mit der letzten Spiel einzelnen wird ihm Begrüßung zu jeder zusätzlich Folge. Selbstvertrauen gegeben haben. Es Oh, wird oh, oh. garantiert schwierig, ihn zu stoppen. Na. Jetzt Alexis Sanchez. Williams am Ball. Und jetzt die Chance. Wichtig, dass er da Ah, eingreift. fast. Der Ball Schade, setzt das Richtung wäre es Flanke. gewesen. Aber Er hechtet dahin, ich kann mich erinnern, lässt wenn ich möchte, nichts anbrennen. dass hier vorne noch einen Knopf gibt, mit dem ich den Ball anschneiden kann. So, wir schießen mal ein Mata führt bisschen die hier Ecke. hin. Matic. Die Ecke kommt gut rein und Naja, dann eigentlich auch ein guter zumindest ist die Abschluss. Richtung Der schon mal Volley eben richtig nicht sehr gewesen. gut. Er setzt das Ding knapp daneben. Er setzt das Ding knapp daneben. Ja, wahrscheinlich. So, dann laufen wir mal, decken den Mann hier ein bisschen. Kopfball und wegschießen. Oder auch nochmal Kopfball. Ja, so ungefähr. Nee. Da ist der Ball Jetzt noch kann er hot im flanken. Angriff. Erstmal Oh. rausgeforstet. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Schon wieder? Schießt er ihn rein? Digga. Da ist De Gea da und kann hier die Chance problemlos entschärfen. Jetzt aber mal langsam. Matic. Und Ander Herrera. Jetzt Williams. Jetzt Matic. Jetzt Man United im Angriff. Da kommt er raus Oh, und hält den voll Ball. mit dem Stollen in die Fresse. Schade, das wäre jetzt echt eine gute Chance gewesen, hier für mich Adrian schon Silva. mal in Führung zu gehen. Sie suchen die Lücke. Ich weiß gar nicht, auf welchem. Ach so, doch, ich erinnere mich jetzt wieder komplett. Ich habe ja in Geht bei ihm los. der letzten Folge noch gesagt, dass Leicester quasi punktgleich ist mit uns und dass sie einen Platz Also hinter das uns sind muss auf man der einfach Tabelle. besser können. So ist der Ball gleich weg. Und jetzt gehen sie über die Flügel. So, mal ein bisschen versucht, sich frei zu Williams am Ball. spielen. Oh. Er hat den Ball. Wird da was draus? Ach komm! Da gibt er Freistoß. Für mich? Nein. Schade. Ich verstehe gar nicht warum. Ah, egal, wir Jetzt haben den Ball André wieder. Herrera. Kollege Schnürschuh geht jetzt nach vorne und dann. Oh. Und jetzt ist der Ball Vom geklärt. Fuß geholt. Ben Chilwell. Komm Und der schon. hohe Ball auf Williams. Oh. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ja, jetzt mache ich mal ein bisschen Druck hier. Didi. Johnny Didi. Evans.
Und die ballern den Ball einfach weg. Das war schlecht. Das war... Wie ist es am Regnen? Oh. Das war close. Nee. Oh ja, doch, jetzt sehe ich es. Tatsächlich. The raisin ist nays. Gesicht. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Schon wieder. Jamie Vardy. Oh, shit. Das war knapp. Parallelo. Ecke. Auch noch ein witziger Funfact. Damals bei International Superstar Soccer hieß es immer Corner Kick. Ein Free Kick. Und alle sowas. Und immer wenn man ein Tor geschossen hat dort, hat der Kommentator so heftig geschrien, wie in den Weltmeisterspielen von Brasilien damals, also diese Kommentatoren. Er nimmt ihm den Ball ab. Goal! Goal, goal, goal. Gibt's ja übrigens viele Videos. So. Können wir jetzt endlich mal bitte nach vorne, verdammt nochmal. Keine Tore zur Pause für... Ah, das war bezeichnend. 2 Schüsse aufs Tor, 4 Schüsse aufs Tor. Ja, wir müssen tatsächlich mal ein bisschen Druck machen hier. So, gucken. Auf geht's in den zweiten Durchgang hier im Old Trafford. Im Old Trafford. Oh, da habe ich ihm aber wieder fast das Knie gegeben. Oh, da habe ich ihm wieder fast das Knie gegeben. Oh. So wird es gegen nicht klappen. Kein Problem für den Spanier in dieser Situation. Ja, wenigstens in der gegnerischen Hälfte. Johnny Evans. Wir müssen natürlich mit Danny Williams hier ein bisschen was reißen, sonst droht uns hier wieder die Auswechslung. Ja, genau. Oh, shit. Manchester United will einen Wechsel vornehmen. Ja, aber nicht mich. Also, Danny Williams. Da kommt der Schuss. Das war wieder eine Gelegenheit, aber sie gehen Wer ist das? In Führung. Habe ich jetzt nicht gesehen. Gäh. Er heißt Gäh. Mit Nachnamen. Gäh. Phil Jones. Auswechslung droht. Da ist es. Eopsoxot. Und er geht an ihm vorbei. Lingard. Nur Matic am Ball. Nicht doch, warum schießt er den denn dahin? Ich wollte den hoch und dann zu unserem kleinen Klöppel-Kollegen. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Buschi, was sagst du? Ja, da haben wir von ihm schon deutlich bessere Spiele gesehen. Steigerung erwünscht und möglich. Jetzt sind sie am Ball. Scheiße. Da wollte ich ein bisschen Passspiel reißen, um wenigstens ein bisschen... Albrighton. Aua, hingefallen. Der Ball verlust, wenigstens ein bisschen die Punkte... klar zu machen. Matic, super gemacht. Da schickt er den ich muss schießen. Und er ist drin. Oh, wir haben trotzdem ein bisschen was dazu gekriegt. Vielleicht steigern wir uns ja dann doch noch über die 7,0, sodass wir dann nicht ausgewechselt werden. Wenigstens 1:0. Kleine Vorlage. Oder zumindest an der Vorlage beteiligt gewesen hier. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal durchziehen, so, dann haben wir schon eine Wird das seine Torchance? Bewertung, die ganz in Ordnung Gute Aktion, ist. Gut geklärt. Ah! Ibora. Nicht doch, falscher Knopf. Da gewinnt er den Zweikampf. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Komm, lauf doch. Schön dazwischen. Nein! Scheiße. Aha! Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Und jetzt, war nach! Es war Abseits. Willst du mich verarschen? Das war doch kein Abseits, Mann. Ahnt hier diesen Pass, weg ist dabei. Ich meine, ich habe zwar keine Ahnung, die KI wird schon recht haben, aber... Mann, echt. Hallo? Bobby, da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Junge. Okay, wir schießen einfach mal nach vorne ins Mittelfeld. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Immer noch Auswechslung droht, oder was? Da bahnt sich ein Wechsel an bei Man United. Nee, das möchte ich nicht. Lauf doch. Jamie Vardy.
Die kurze Variante. Die Flanke hat er. Nach unten gewerftet. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Das möchte ich auch nicht. Aha. Oh, shit, 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 shit. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Was denn? Ich hab's gerade noch gesehen. Er hat ihn irgendwie weggeömmelt oder was, ne? Kriegen wir davon wenigstens ein Replay? Ja, und das geht wohl auch in Ordnung. Zeig mal. Oh, boot ihn aus, Mann. Wir haben immer noch die 7,0 stehen. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Jetzt werden sie aber... erstmal vorbei, der Spieler ist dazwischen gegangen. Jetzt werden sie aber echt ruppig hier. Auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Silva. Nee, aber nicht für uns. 5 Minuten, dann ist die reguläre Spielzeit um und das Start ist Manchester. Alter, was geht da ab, Mann? Beide Teams werden wechseln. Oder hat er jetzt extra gegrätscht wegen der Auswechslung? Das kann ich mir ja so eigentlich nicht vorstellen. Es ist doch Menü, Alter. Warum so? Warum habe ich denn so viele Schwierigkeiten hier mit? Super Pass. Ja, der war nicht schlecht. Da ist die Reingabe. Flanke bleibt hängen. Da kann er klären, gut aufgepasst. Nicht doch, warum? Ich muss wirklich... Ey, mir ist aufgefallen, dass diese Linien weg sind. Die drängen auf den Ausgleich. Vielleicht geht jetzt was. Oh, shit. Das darf nicht passieren. Komm schon. Oh! Ecke. Ja, da freut der Torwart sich aber auch zurecht. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier einen geilen Konter raushasseln können. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da ist Danny Williams. So, ja, wir haben unserem Trainer wahrscheinlich keine sehr große Freude gemacht. Es muss ja nicht immer Spektakel sein. Sie gewinnen. Es muss ja nicht immer ein Spektakel sein, ne? Abwehrleistung. Da war heute quasi kein Durchbruch. Natürlich. Sie waren hinten sehr, sehr gut organisiert. Gut, das Spiel an sich hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Paar wenig Chancen mit Danny Williams rausgearbeitet. Aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, das Tor einfach zu machen mit dem anderen Kollegen. Wir gucken jetzt mal einfach, wie unsere Bewertung ist. Und dann sehen wir weiter. 7,0. Egal, 77. Soweit, so gut. Wir gucken, wie es weitergeht. Wahrscheinlich wird es ein Training. Falls es ein Training sein sollte, sehen wir uns gleich wieder nach dem nächsten Schnitt. Und zwar kommt die Info rein in 3, 2, bis gleich. So, Friends, kurzes Training gemacht und dann würde ich mal sagen, sehen wir jetzt direkt mal, wie es weitergeht. Also, dass wir hier alles absolvieren, was der Trainer macht, versuchen wir natürlich immer auf A-Klasse zu bringen. Alles klar. Schön, dass du deinen Kopf für was Nützliches einsetzt. Ich versuch's jetzt ernsthaft. Hm? Wodurch haben Sie sich Ihrer Ansicht nach den Wechsel zu PSG verdient? In Europa haben die Stürmer Angst vor mir. Ich mache ihnen großen Druck und gewinne immer meine Zweikämpfe. Und meine Gegner wissen, dass sie bei mir keine Chancen bekommen. Mhm. Und wie sehen Sie das Duell in der Gruppenphase gegen Ihren Bruder? Danny Williams ist doch sicher was Besonderes. Für ihn bestimmt. Aber nicht für mich. Ich habe einen Titel, also kümmert's mich nicht. Interessant. Obwohl sie am Finale eigentlich gar nicht gespielt haben, oder? Das war ja mein erstes Jahr in Italien, aber ich habe geholfen, uns ins Finale zu bringen. Das ist ein Mannschaftssport, oder nicht? Was soll's? Mein Bruder ist mir egal. Was kann der schon gegen mich machen? Das ist doch lächerlich. Falls du zuschaust, Danny. Ich liebe dich, Mann. Hey, Alter. Williams? Boss, ich würde gern ein paar Zusatzschichten einlegen. Ich muss etwas besser werden. Sehr gut. Der Platz steht dir immer zur Verfügung. Den Platz meine ich aber gar nicht. Ich meine, ob du mich trainieren willst. Bitte was, Williams? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich meine, ob du mich vielleicht trainierst. Sag einfach Bescheid. Cool. Danke. Ich schick dir die Location. Wovon redest du da?
Er schickt ihm die Location. Spielen wir jetzt in der Halle. Schuss halten. Oh, wir trainieren noch eine kleine Runde. Das kann. Das lasse ich dann auf jeden Fall drinne. Gucken. Also wir machen hier einfach einen lockeren Trainingsstart oder was. Paar Flanken, paar Kopfschüsse. War das knapp. Daneben schießen. Muss natürlich auch gelernt sein. Wir haben noch 4 Versuche, um hier auf einen exzellentes Ergebnis zu kommen. Ich würde eigentlich ganz gerne mal so einen Fallrückzieher machen, aber ich habe keine Ahnung. Nice. Fortsetzen. Das war's. Das war's. Okay, wir sind wieder Champions League. The Williams gehört einfach in die UEFA Champions League. Immer nur das Beste, das war immer schon mein Motto. Blasi, blisi, blusi, bla. Okay, nächstes Spiel. Was haben wir hier? Manchester United gegen Schachter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.